Wollte GoldenEye spielen. Da kann man sogar zwei Scharfschützengewehre. Gut, habe ich die Scharfschützengewehre nie wirklich benutzt, aber. Kann zwei tragen. Ist jetzt hingeworfen? Ja. Könnte ich nochmal in der Mini-Mi was versuchen, aber ich finde es schön, wenn die Grafik nicht richtig lädt, weil ich so weit weg bin. So. Das wird so Mückenstiefel sein. Ja, man trifft damit aber auch mal was. Wenn die AK auch einfach scheiße ist. Und man kann auch nicht mit zoomen, dass man mal weiter entfernte Gegner richtig sieht. Oder was es richtig sieht, besser sieht. Da. Wie soll ich den mit der AK denn jemals treffen? Ich sehe ja nicht mal, wo er ist. Mit der MP5 sehe ich es sogar minimal. Der Grund, warum die so komisch klingt, ist halt einfach der Schalldämpfer. Ist da ein Schalldämpfer drauf bei einer Mission, wo ich halt nicht leise sein muss. Gibt es überhaupt ohne Schalldämpfer im Spiel? Ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Da müsste man ja zwei Varianten einprogrammieren. Und Grafiken erstellen und so, das ist ja... Habe ich den Typ da drüben jetzt schon erschossen? Nee. Da oben auf der Mauer sitzt noch einer irgendwo. Nein! Moment, habe ich ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen. Wenn ich es mal schaffen würde, ohne dass ich... Das macht wieder mehr Spaß. Du mich auch. Das hast du jedes Mal erzählt, wenn ich mir so geschafft habe. Und die hat immer weniger Spaß gemacht, die Mission. Es wäre auch mal schön, wenn die Maus richtig funktionieren würde. Komisches Spiel, wo das Menü und das Spiel selbst unterschiedliche Auflösungen haben. Weil. Warum auch nicht? Spaß. Wirklich? Beim Zuschauen. Du spielst natürlich nicht, aber... Spielst ja nicht. So. Nuclear Intimidation heißt es.
Minuten. So, erstmal die Drogen rein damit. Die Drogen sind nicht. Ich habe nicht genug Drogen. So gehöre ich nicht der reichen Oberschicht an, die sich ordentlich Drogen leisten können. Nicht so ein billiges Spritzchen, du. Das ist toll und vollspaßig. Mhm. Ich hasse euch alle, wisst ihr das? Programmier mein eigenes Shooter-Spiel und dann muss es Delfinio auf sehr schwer spielen. Ich zwinge ihn dann dazu. Ich hoffe, dass Peter wieder online kommt irgendwann und mir sagt, hey, ich möchte nicht Azteken spielen, ich möchte stattdessen Moskau spielen. Und Delfine das Leben schwer machen. Dann sage ich ja. Oh, das wäre lustig. Ja, natürlich übertreibt sie. Spiele, die Delfino empfiehlt, können gar keinen Spaß machen. Der empfiehlt nur so Sachen wie das hier oder was hat er auch empfohlen? Raven Squad oder Diablo. Ich kenne halt einfach keine guten Spiele. Suche mir irgendein total beschissenes Koop-Spiel aus und dann zwinge ich ihn, das mit mir zu spielen. Junge, ich bin noch nicht mal richtig um die Ecke gewesen, der hat schon in meine Richtung geschossen. Das ist unglaublich. Halt. Warum sollte man die Glock benutzen? Ja, ich weiß nicht. War echt seit Monaten nicht mehr in Steam online, das macht mir Sorgen. Wow, wie er sich einfach instantan umdreht. Perfekt. Ich meine, wenn er nicht mehr in meinem Stream online wäre, wäre das eine Sache, aber halt gar nicht mehr online ist halt. Ach, wechsel doch in die richtige Richtung. Das ist doch unglaublich. Schade. Lohnt sich EU4 spielen halt echt nicht mehr. Habe hier keinen Zuschauer mehr, der weiß, was ich tue, zu würdigen. Am X steht das Spiel ja eh nicht und Delfino. Ja, der wechselt halt Religion immer gleich. Komm schon. Wir machen das einfach so: Wir ersetzen Peter durch AMX und AMX spielt die Azteken. AMX hat das drauf, bin ich mir sicher. War das der Azteken oder die Inkas? Die Indianer da drüben. Jetzt soll ich einen Peter-Gedenkstream machen. 24 Stunden EU4-Stream.
Auf sehr leicht. Für die extra Position. Stream RIP? Was? Geht das Stream nicht mehr oder was? Was ist. Was ist jetzt. Ach, jetzt. Stirb doch einfach! Läuft er wieder? Was? Ja, ich habe kurz den Stream abgeschaltet, damit die ganzen falschen Zuschauer weg sind. Moment, ich gehe mal kurz gucken. Ich habe keine verworfenen oder ausgelassenen Frames. Liegt also nicht an mir. Okay, nee, also laut meiner Anzeige ist alles grün. Zur Not YouTube gucken. Da läuft der Stream ja auch. Wann war ich denn weg? Was habe ich zuletzt gesagt? Sag mal. Ich wollte einen Peter-Gedenkstream machen. Und ich habe gesagt, dass AMX einfach die Azteken spielt. Er übernimmt einfach Peters Job. Der Stream hat nie aufgehört. Keine Ahnung, was Twitch da macht. Zur Not auf YouTube gucken. Ich sag schon, wenn ich gehe. Dann sag ich immer, dass ihr alle Spasten seid und ich jetzt gehe. Und dann gehe ich. Ich habe keine Freunde, also können auch keine meiner Freunde im Chat sein. Am X redet schon wieder Unsinn. Aber wie gesagt, wir machen einfach das so, AMX übernimmt Peters Stelle. Azteken sind ja nicht schwer zu spielen, das kann AMX. Und dann passt das schon. Und es soll ein 24 Stunden Peter-Gedenk-Stream machen. Auch sehr leicht spiele ich da 24 Stunden EU4. Es waren keine Freunde von mir im Chat. Ich habe keine Freunde. Was redet ihr da? Ich sitze den ganzen Tag alleinsam hier. Allein und einsam hier rum. Und denke manchmal über mein Spiel nach. Und streame, wie ich verzweifle und versuche, ein Spiel zu programmieren. Was man vielleicht irgendwann mal verkaufen kann. Und aktuell versuche ich die SFML zu verstehen, damit ich dann die richtige Grafik und so einbauen kann. Ich habe immerhin schon ein Fenster. Und so ein Scheiß. Und Textanzeige in einem Fenster. Also ein richtiges. Der hat so ein verficktes Sturmgewehr, so ein Kack. Fettes MG zum Tragen. Und trifft mich trotzdem besser, als ich ihn treffe. Nein, ich habe früher schon keine Freunde und deswegen niemanden, mit dem ich im Sandkasten spielen konnte. Wirklich? Ich guck besser nochmal nach, wenn ich unten bin. Scheint mir nicht richtig, dass ich so gut geschossen habe.
Vielleicht muss ich einfach nur wieder ein IO4-Video hochladen. Ich wollte noch ein Timelapse von meinem... Ist der Savegame? Ja, der wird auf der SSD, glaube ich, gespeichert. Das heißt, ich müsste meinen Voltaire's Nightmare dann noch haben. Vielleicht. Die mich überraschenderweise tatsächlich noch geschafft habe, Deutschland zu gründen. Ich weiß nicht, wie ich das noch hinbekommen habe, aber es ist passiert. Ich muss mir nochmal einen Speedrun angucken, wie man diese Map hier richtig macht. Wahrscheinlich glitschen sie einfach durch den Boden durch, weil das hier echt schnell geht. Ich weiß nicht genau, wie ich das immer wieder mache, aber es funktioniert halt nichts in diesem Spiel richtig. Und ich höre schon wieder Sirenen. Das sind schon wieder Menschen verunfallt. Jetzt habe ich wieder Schaden genommen. Ne? Ja. Ja, ich brauche eh nicht so viel Leben. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da jetzt durchkommen soll am Schluss, aber hey. Sirenen kommen näher. Hört man sie schon? Ja, ich glaube, sie fahren heute vorbei. Ach, schade. Kein Sirenenbesuch heute. Und wieso kann man wieder Arcani zoomen? Ich habe keinen Bock mehr, aber Feierabend. Es war Freitagnachmittag, als wir das eingebaut haben, da hatten wir nicht mehr so viel Bock. Treffen einen halt immer wieder. Hey, ich kriege ja Gesundheit. Ich jetzt einfach mal komplett in meine Adern drücke. Gesundheit. Man hätte auch einfach einen Erste-Hilfe-Kasten dahin legen können, aber... Das war zu wenig Arbeit. Wo keiner schreibt mir, was ist der Stream jetzt schon wieder tut? Oh, dann wird die Leute vielleicht auf YouTube gucken. Ne, auf YouTube guckt auch keiner. Jetzt habe ich auch keine 6 Leute mehr stehen, jetzt wo der Stream tot war. Jetzt sind die ganzen Bots draußen endlich. Alles gut. Das ist eine Lüge. Hier ist überhaupt nichts gut. Warum erzählen die Leute mir ständig diese Lüge, dass alles gut wäre? Das ist überhaupt nichts gut. Solange ich nicht jeden Monat mindestens 2000 Euro auf Patreon verdiene, ist gar nichts gut. Oder ich Millionär geworden bin mit meinem Videospiel. Eins und beiden. Bisschen aufpassen, dass ich da nicht runterfahre. Da sitzen Leute in den Türmen.
Ich sehe die halt nicht mal, wenn ich nicht mit der AK